Wenn ihr wissen wollt, was dieser kleine gefiederte Freund mit unserer heutigen Ausgabe zu tun hat, tja, dann bleibt dran. Hi, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarkenecke. Heute möchte ich einen Blick auf die Briefmarkenausgaben von Lundi werfen. Einen herzlichen Dank geht hierbei an Yvonne, ja, ohne dich wäre diese heutige Ausgabe nicht möglich gewesen. Selbst beschreibt sich Lundi jetzt wie folgt: Also ein Gebiet mit weiten Flächen, ohne Straßen, Autos oder Umweltverschmutzung. Lundi hat ein milderes Klima als das Festland, doch viel wichtiger, es hat mehr Sonnenstunden und weniger Regen. Doch wo liegt Lundi denn jetzt überhaupt? Wie ihr sicher schon vermutet habt, gehört Lundi zu Großbritannien. Also schauen wir uns das mal etwas genauer an. Hierzu zoomen wir etwas hinein. Und hier können wir am Bristol-Kanal auch schon eine Insel erkennen. Lundi. Lundi ist eine Insel am Eingang zum Bristol-Kanal in Großbritannien. Der Name leitet sich vom normannischen Lund E, Insel der Lunde, ab. Sie gehört zum District Torridge. Lundi liegt jetzt zwischen dem festländischen Devon, knapp 18 Kilometer nordwestlich von Heartland Point und gut 27 Kilometer westlich von Baggy Point und der Südküste von Wales, 47 Kilometer südöstlich von St. Govan's Head. Die Insel ist etwa 4,5 Kilometer lang von Norden nach Süden und etwa 1 Kilometer breit. Mit einer Fläche von 4,25 Quadratkilometern ist sie die größte Insel im Bristol-Kanal. Aufgrund des Bevölkerungsrückgangs auf der Insel Lundi verlor die englische Post im Jahr 1927 das Interesse, den Postvertrag mit Lundi zu verlängern und schloss das letzte Postamt. Der damalige Besitzer der Insel, Martin Harman, der sich zuvor selbst zum König der Insel ausgerufen hatte, beschloss jetzt, den Postverkehr einfach selbst in die Hand zu nehmen und gab schließlich am 1. November 1929 eigene Briefmarken heraus mit dem Währungsaufdruck Puffins, zu Deutsch Papageitaucher, einer einheimischen Vogelart. Die Währung entspricht dem Penny, ein Puffin, also einem Penny. Die britische Post akzeptiert die Briefmarken nicht. Briefsendungen von der Insel erreichen aber in der Regel ihr Ziel. Und genau diese Markenausgaben schauen wir uns heute etwas genauer an. 1929 erschienen dann die ersten Briefmarkenausgaben. Auf den Briefmarken natürlich abgebildet der Puffin. Wichtig zu erwähnen hierbei, die Briefmarkenausgaben von Lundi werden nicht in einem Michel-Katalog geführt. Es gibt also keine Katalogisierung nach Michel für die gezeigten Markenausgaben. 1930 erschienen die nächsten drei Ausgaben von Lundi mit einem neuen Wertaufdruck zu 6, 9 und 12 Puffin. Anlässlich der Krönung von Queen Elizabeth II. Erschien die hier abgebildete Markenausgabe. Hierzu wurden die Ursprungsmarken mit einem neuen Überdruck versehen. Der Überdruck ist das Krönungsdatum von Queen Elizabeth II. Anlässlich von 25 Jahren Briefmarkenausgaben aus Lundi erschienen die hier abgebildeten Marken im Jahr 1954. 1961 erschien der hier abgebildete Europa-Block. Oben zu sehen, versehen mit einem Sonderstempel. Wichtig zu wissen ist bei der Freimachung mit Markenausgaben von Lundi jetzt noch, dass der Brief auf der Rückseite zu frankieren ist und Postkarten sind auf der linken Seite freizumachen. Anlässlich der weltweiten Malaria-Bekämpfung wurden 1962 die hier abgebildeten Marken verausgabt. Von den damit erzielten Einnahmen wurden 500 Pfund gespendet. 1978 erschien die hier abgebildete Ausgabe mit den Meeresbewohnern von Lundi. 2004 war es dann endlich soweit, 75 Jahre Lundi-Briefmarken. Und dies wurde mit dieser Markenausgabe festgehalten. Lundi gehört dem National Trust und wird vom Landmark Trust verwaltet. Die beiden Wohltätigkeitsorganisationen arbeiten seit 1969 zusammen, um die Insel wiederherzustellen und zu schützen. Und dieses Jubiläum wird mit dieser Briefmarkenausgabe gefeiert. Und abschließend darf natürlich nicht fehlen, ein echter Paketaufkleber von Lundi. Damit werden abgehende Pakete versehen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses durchaus interessante Gebiet Lundi geben. Nach der letzten Bevölkerungszählung aus dem Jahr 2007 leben ganze 28 Einwohner auf Lundi. Und wie es sich natürlich für solch einen Ort gehört, hat er einen eigenen Briefmarkensammelverein. Die Briefmarkenausgaben von Lundi sind jetzt nicht in einem Michel-Katalog geführt, aber es gibt diese Website hier, www.acsc-history.info.
Hier sind alle Ausgaben von Lundy chronologisch aufgeführt. Und wie ihr ganz oben sehen könnt, wurde auch ein eigener Briefmarkenkatalog für die Briefmarkenausgaben von Lundy herausgegeben. Ihr könnt euch aber die Markenausgaben auch direkt auf der Website hier anschauen. Und wenn wir jetzt mal bis ganz nach unten scrollen, dann sehen wir, dass bisher 404 Briefmarkenausgaben verausgabt wurden. Die letzten Briefmarken wurden im Jahr 2021 verausgabt. Also schaut doch einfach mal direkt auf der Website vorbei. Ihr findet den direkten Link zur Seite in der Videobeschreibung. Und damit werden wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Nochmal einen herzlichen Dank an dich, Yvonne. Du hast diese Ausgabe erst möglich gemacht. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss.